Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die liebe Ina hat mir eine neue Vegan Beauty Basket zugeschickt. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Vegan Beauty Basket ist eine total coole Beauty Box, die alle 2 Monate erscheint. Die kostet so um die 23, 24 Euro, je nachdem, welche Aboform du wählst. Und wenn du den Code Claudi5 verwendest, dann sparst du auch nochmal 5% auf deine erste Box. Und ich bin super gespannt, was sich jetzt in dieser Box verbirgt, denn der Warenwert ist immer deutlich höher als das, was drin ist. Also ich denke, auch dieses Mal werden wir uns so 60, 70, 80 Euro bewegen. Das ist meistens immer so die Ansage. Und ja, die liebe Ina hatte mich auch angeschrieben und gefragt, ob ich auch diesen Monat die Box vorstellen möchte. Klar, Ina, immer, wirklich, also jederzeit. Was sie mich natürlich auch noch gefragt hat, welches Produkt ich haben möchte. Weil jeden Monat kannst du ein Beauty-Produkt hier aussuchen. Meistens liegt es dann an der Farbe oder was eine Mascara machen soll oder ja, welche Lippenstiftfarbe, welche, keine Ahnung, meistens bei dekorativer Kosmetik ist das dann. Ne, deswegen, und dieses Mal war es eine BB-Creme und jetzt habe ich mal den Karton geöffnet und dann haben wir hier den Blick in den Umkarton und sehen dann auch die Vegan Beauty Basket. Das ist die Box, die immer im gleichen Design kommt. Die ist mattschwarz mit einem Klebi drauf, wo das Logo zu sehen ist, der Vegan Beauty Basket. Die ist ganz schön schwer und das finde ich sehr interessant, denn ich habe gehört, dass da sehr viel dekorative Kosmetik drin sein soll. Okay, wir haben hier die Ausgabe 04-2020 von der Vegan World. Liebe ist pflanzig. Und dann als Titelthema The Glow Issue. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was es da für Beiträge gibt. Das ist eine coole Zeitschrift. Das vermittelt einem einfach ein schönes Gefühl. Und ja, gewissenhaft shoppen. Ich meine, das sind eigentlich Dinge, die ich mir wirklich mal zu Gemüte führen sollte. Ich weiß. Dann hast du hier auch schöne Rezepte mit drin und so. Also das ist eine schöne Zeitschrift, die bei uns tatsächlich auch im Magazinständer im Badezimmer immer ist. Aber jetzt spanne ich euch gar nicht mal allzu lange auf die Folter. Hier haben wir, wie gesagt, einmal die Box. Dann entferne ich einfach mal den Deckel ganz vorsichtig. Und ja, ich liebe es immer hier reinzugucken, denn die Vegan Beauty Basket ist immer ganz besonders verpackt. Die verzichten auf Füllmaterial und so weiter und nehmen einfach ein Butterbootspapier und ein Schleifchen, um das Ganze zusammenzuhalten. Wir haben hier zuallererst ein Kärtchen drin, was ich immer sammle, weil die liebe Ina mal, die selber, das ist die Inhaberin von der Box übrigens, da hast du immer irgendwie mit Menschen und Katzen und hier hinten drauf hat sie mir geschrieben, viel Freude mit der Box und dann so ein Sonnensmiley und ja, die liebe Ina. Danke, liebe Ina. Ich bin wirklich gespannt. Also, krass. Wir haben hier einmal die Produktkarte von Juli. Also, wir haben Juli. Und genau, da haben wir dann die 5 Produkte auch drin aufgeführt mit Preis und mit Informationen dazu. Und es riecht hier schon richtig gut raus. Du hast immer so einen leicht kräuterigen Duft. Und dieses Mal ist auch irgendwie was Zitroniges mit dabei. Da bin ich echt gespannt, was sie da reingepackt hat. Muss ich wirklich sagen. Oh, okay. Butterbrotpapier ist geöffnet. Und oh mein Gott, ich sehe hier wirklich einiges an sehr, sehr coolen Produkten. Bekannte Marken, aber auch unbekannte Marken. Und wir nehmen jetzt mal als allererstes das Produkt raus, was ich mir aussuchen konnte. Von Lady Green, Teint Velour. Eine BB-Creme. 5 in 1. Hydratisieren, purifying ist, glaube ich, verfeinern, ne? Und ich habe das in der Farbe Light mir ausgesucht, weil ich bin ja einfach ein sehr, sehr helles Tönchen. Und da gucke ich mir hier einfach mal an. Ja, diese BB-Creme sorgt für ein samtig mattes Finish und ein strahlendes Hautbild. Sie wirkt klärend und ebnet den Teint. Die flüssige Textur macht das Auftragen einfach und angenehm. Okay, da bin ich gespannt. Das kostet 16,79 Euro. Die ist halt auch noch original verpackt. Das machen wir jetzt einfach mal auf. So, dann haben wir hier die Tube und das sieht einfach so schön aus mit diesen Blümchen drauf. Es ist einfach was anderes als diese klassischen Foundations, die man normalerweise so kennt. Hier hast du ein Rausdrücktübchen. Sehr, sehr feste Konsistenz. Ist ein bisschen gelbstichig, aber wir gucken mal. Ich verteile das mal mit dem Finger. Aber es passt sich schon an.
Es ist immer noch so ein leichter Gelbstich, aber ich meine, meine Hände sind sowieso immer sehr, sehr weiß, weil wenn ich im Garten bin, trage ich auch immer Handschuhe. Es wird wirklich, es verschmilzt mit der Haut. Das muss ich auch noch im Gesicht testen. Der Duft ist angenehm cremig einfach. Ja, gefällt mir. 98% natürliche Inhaltsstoffe. Cool. Dann haben wir hier etwas drin von Pure Skin Food. 100% Organic Toning Moisturizer. Summer Flowers Intense Hydration. Das ist ein Toner. Und der sieht mir ganz genauso aus, wie ich Toner immer so umfülle. Denn ich liebe es, wenn ich Toner in Sprühflaschen habe. Und Leute, da hat sich diese Marke überlegt: Ja, das ist eine coole Idee. Komm, wir machen das mal. Geil, das ist ein Toner, den du dir dann einfach aufsprühen kannst und der soll irgendwie blumig riechen. Hier sind auch überall Blumen abgebildet. Riechst du jetzt so nichts raus? Blumiger Gesichtstoner versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und erfrischt. Nach dem Reinigen einige Spritzer Toning Moisturizer im Gesicht verteilen und mit Gesichtsöl versiegeln. Ja, großartig, oder? Ich finde es herrlich. Schön. Und das ist die Verpackung, Leute, ne? Ich meine, das hier ist schon mal eine Glasflasche. Das ist schon mal sehr, sehr grün. Und das hier scheint mir wirklich recycelte Pappe zu sein, denn, ne, das ist Wahnsinn. Cruelty-free and vegan. Biokosmetik gemäß der Richtlinie für biologische Produktion oder sowas. Das gefällt mir. Echt cool. Hey, I plus M, After Sun Gel. Jo, After Sun Gele haben wir aktuell in Beautyboxen viel vertreten, aber es muss auch einfach sein. Ich brauche es auf jeden Fall. Aloe Vera und Hyaluron, das sind auf jeden Fall super Inhaltsstoffe und I plus M ist eine Marke aus Berlin. Ja, die jetzt relativ neu, also nicht mehr so neu ist, ne? Die sind vor ein paar Jahren neu gewesen. Aber es ist für mich immer noch so eine Indie-Brand, mehr oder weniger, auch wenn du es ab und an auch sogar in den Drogerien bekommst. Das leichte After Sun Gel verwöhnt sonnenstrapazierte Haut mit einer extra Portion Feuchtigkeit und wirkt angenehm kühlend beim Auftragen. Oh, das kann man dann auch sehr gut gebrauchen, ne? Nach dem Sonnenbad spenden Bio-Aloe Vera aus fairem Handel und botanische Hyaluronsäure der Haut intensive Feuchtigkeit und können so eine langanhaltende Bräune unterstützen. Das aus der Kamille gewonnene Bisabolol pflegt und beruhigt von der Sonne gereizte Haut. Minzextrakt sorgt für den sanften Erfrischungseffekt. Jo, läuft. Interessant, hört sich spektakulär an und da sind 100 Milliliter drin und das wird dann auf jeden Fall mal getestet. Zwei Produkte hätten wir hier noch, aber dann nehme ich jetzt zuallererst mal das, was mich hier ultra anspricht und zwar von Woga Woga Beach Mode Natural Mineral Bronzing Powder Blush. Ich habe von Woga Woga sowohl ein Highlighter als auch ein Puder mittlerweile. Das sind tolle Produkte. Das ist eine echt geile Marke, finde ich so interessant. Und jetzt habe ich hier auch noch einen losen Bronzer-Blush. Wahrscheinlich Schrägstrich Blush, weil das tatsächlich auch leicht rötlich ist. Und dann kannst du das so als 2-in-1 Produkt verwenden. Sowas zu swatchen ist immer recht schwierig, weil es halt ein loses Produkt ist, ne? Also hier hast du so eine Öffnung, damit würdest du das quasi dann in den Deckel geben, um es dann mit dem Pinsel aufzunehmen. Das sieht sehr dezent aus, aber man sieht es definitiv. Also ich würde es definitiv als Bronzer verwenden. Doch, das ist schön. Ach, guck mal, man kann sie wieder zudrehen. Zack, und dann läuft auch nichts aus. Perfekt, ne? So, ein Produkt hätten wir noch, denn du hast immer so fünf Produkte in der Box mit drin. Das ist von Pure Green Lavender ein Arnika-Gel. Das finde ich ja interessant. Ein kühlendes Arnika-Gel für erfrischende Momente bei Hautreizung, Anwendung, Unterbrechen. Aha, 30 Milliliter sind hier enthalten und ich glaube, das riecht hier in der Box so. Weil Arnika riechst du schon. Ja, das ist der Duftversprüher hier. Also da weiß ich jetzt nicht, wo genau man das dann anwenden soll. Das kühlende Arnika-Gel, ach, das kühlende, das ist ja schön. In der kompakten Reisegröße ist ideal für unterwegs und perfekt für müde Füße nach einer langen Wanderung im Sommer. Ach, schön. Dann hast du nicht diesen typischen Fußcremeduft, sondern Lavendel, das finde ich auch schön. Die leichte Gelformulierung mit Arnika-Extrakt zieht schnell ein und kühlt angenehm unmittelbar nach dem Auftragen. Es bietet die ideale Pflege für müde Muskeln und Gelenke. Einfach auf die Hautpartien auftragen und sanft einmassieren. Augenpartie aussparen. Hä, wenn ich das auf die Füße mache, dann muss ich das ja nicht ins Gesicht machen, ne? Hä?
Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut. Bei Hautreizung die Anwendung unterbrechen. Ja, stand hier auch schon drauf. Ja, das ist ein Produkt aus Österreich und da bin ich sehr gespannt. Also das werde ich für meine Füße auf jeden Fall verwenden, weil warum nicht? Du, Mensch, wir hatten hier 5 richtig coole Produkte. Und wenn ich mir hier mal angucke, was die Produkte so normalerweise kosten, 10, 20, 30, 40, 50, 60... Ja, bist du so bei 65 Euro, ne? Das ist jetzt mal nicht so wenig, wenn man bedenkt, was man für die Box bezahlt. Also ich finde es vor allem ziemlich cool, dass bei der Box halt dieser sehr grüne Gedanke auch mit dabei ist. Natürlich, es ziehen jetzt auch einige andere Beautyboxen nach, aber irgendwie ist die Vegan Beauty Basket der Vorreiter des Ganzen. Und deswegen liegt sie mir ganz besonders am Herzen. Und ja, vor allem, weil das alles so persönlich ist. Du hast hier so eine Karte von der Ina mit dabei, wo halt einfach ein selbstgemaltes Bild von ihr drauf ist. Natürlich ist es ein Druck, ne? Aber man weiß einfach, dass es von ihr kommt. Und du hast hier wirklich gut ausgewählte Produkte drin, mit denen man definitiv was anfangen kann. Und mir hat es richtig gut gefallen. Ich kann es euch nur empfehlen. Also diese Box ist jetzt leider schon ausverkauft, aber ihr könnt euch auf jeden Fall anmelden, sodass ihr die im September bekommt. Also es gibt ja alle 2 Monate die Box. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt auch hin und wieder mal eine Special Box. Ich durfte tatsächlich auch schon mal eine auf diesem Kanal auspacken. Das kann ich euch hier oben auch mal verlinken. Und ja, einfach Augen und Ohren offen halten und euch umschauen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir vor allem auch meinen Daumen nach oben da. Das fände ich auch total cool von euch. Ansonsten, ja, ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!